Willkommen am Autosalon Genf 2017. Wir machen heute eine Tour durch aktuelle Autoneuheiten mit innovativen Techniken. Der neue Seat Ibiza, ein Kleinwagen. In dem Sinn ist es eigentlich nicht mehr, wenn man hineinschaut. Es ist die brandneue Plattform, die auch zukünftige VW und Audi-Modelle werden haben. Und was wir ebenfalls feststellen von den Motorisierungen her, ist, dass die kleinsten Dieselmotoren, in dem Fall mit 3 Zylindern, langsam vom Markt verschwinden. Mit 1600 Liter Kofferraumvolumen, das hat der neue Hyundai i30 Wagon. Das ist etwa vergleichbar mit dem Skoda Octavia. Was ebenfalls gross geschrieben wird bei diesem Fahrzeug, sind Konnektivität und Fahrassistenzsystem zu bezahlbaren Preisen. Die SUVs sind sehr im Trend. Sie werden immer mehr auch zur Konkurrenz der klassischen Minivans. Und so bringt jetzt auch Alfa den neuen Stelvio auf den Markt, ein SUV, basierend auf der Limousine Giulia, wo wir demnächst werden die Knäuer in einem Fahrzeugtest unter die Lupe nehmen. Tradition und Moderne, wie hoch das manchmal zusammenlegen kann, das zeigt der Morgan mit 3 Rad- und Elektroantrieb. Allgemein sind bei den Elektrofahrzeugen die Reichweiten das grosse Thema an diesem Autosalon. So werden zum Beispiel der Renault Zoe und der Opel Ampera E mit Reichweiten über 400 km angepriesen, die in der Elektromobilität zum Durchbruch verhelfen wollen. Neben den Alltagsfahrzeugen am Genfer Autosalon hat es auch immer genug Platz und Raum für Traumwagen, für Luxus, für Sport, so wie der Ford GT40 mit weit über 500 PS. Gerne laden wir Sie jetzt ein, an den TCS-Stand zu kommen und die virtuelle Welt der Mobilität zu erleben.